Okay. Hendrik wurde zwischen E.T. und Blade Runner geboren. Er macht Dinge kaputt. Er ist Informatiker. Und in der nächsten Stunde wird er uns erzählen, warum es kein einziges Problem gibt, das man mit Blockchain lösen sollte, außer vielleicht Bitcoin. Und ich bin schon sehr gespannt. Hendrik, die Bühne gehört dir. Hendrik, over to you. My name is Henrik Plötz, I'm a computer scientist. Da scheint es jetzt ein Tonproblem zu geben. Ah, jetzt doch. Ja, also ich habe seit 15 Jahren Dinge mit Kryptographie gemacht. Ich bin eigentlich niemand, der mit Kryptographie explizit arbeitet. Ich mache viel mit Zugangskontrolle, RFID und ich, meine eigene Firma, wir machen jetzt Bezahlungsdienste. Ich hatte eine kleine Warnung von mir. Ich hatte Anfang der 2010er Jahre hatte ich Bitcoin. Ich habe um 2016 die letzten verkauft und habe mir seitdem immer mehr Gedanken gemacht und immer mehr Sorgen gemacht, wie der Blockchain-Hype immer mehr Ressourcen frisst. Und bei Ressourcen geht es nicht nur um elektrischen Strom, sondern auch Kapazität, also die Möglichkeiten, was Ingenieure überhaupt an Kapazitäten haben, auch Mindspace, also was man im Kopf alles machen kann und eben auch nicht. Also es geht hier nicht, es ist kein Anfängervortrag, es geht nicht um Bitcoin, nicht um Ethereum und auch nicht die grundlegenden Konzepte von Blockchains oder Distributed Ledgers, also verteilten Kassenbüchern, sondern worum es hier gehen soll, ist, es wird einzelne Projekte, Protokolle und deren Verhalten geben. Ich werde die Definitionen jetzt nicht speziell geben, werde auch nicht explizit erklären, was jetzt eine Blockchain oder eine Hash-Chain ist als Unterschied. Alles, was irgendwas mit Distributed Ledgers zu tun hat, also so verteilten Kastenbüchern, das wird hier besprochen werden. Also ich bin kein großer Fan von allem, worum es jetzt gehen soll und ich werde hier also auch mich darüber lustig machen, alles, wenn es eine blöde Idee ist. Grundsätzlich werde ich mal sagen, Bitcoin ist eine geniale Idee. Es ist sehr, sehr elegant, sehr einfach in seiner Einfachheit. Das originale Paper von Satoshi Nakamoto aus 2008 zeigt die erste Verbindung von Proof-of-Work und Hash-Chain-Technologien und hat das Problem der byzantinischen Generäle gelöst, und zwar ohne, dass da die Sybil-Attacke möglich gewesen ist mit total nachvollziehbaren kryptografischen Annahmen ohne Berechtigungen. Das ist sehr elegant. Es gibt drei oder vier sehr zentrale Designentscheidungen, die Bitcoin in gewisser Weise definieren. Einzelne davon rauszunehmen, sorgt dafür, dass das ganze System in offensichtlichen oder weniger offensichtlichen Sachen wegen auseinanderfallen. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie Leute das attackieren. Bitcoin selbst kann man nur sehr, sehr bedingt skripten, also es ist nicht darauf ausgelegt, eine Programmiersprache zu sein. Es geht nicht um Smart Contracts, keine smarten Verträge. Es gibt nur ein Serialisierungsformat für Autorisierungsinformationen. Man muss also nicht alle Autorisierungsschemata, die existieren sollten, hardcodieren. Das muss man nicht machen, sondern jeder Nutzer dieses Netzwerks kann ein Skript bauen, dass die Ausgabe von Geldern autorisiert, egal wie sie das möchten. Und Bitcoin ist sehr elegant, aber es ist eben weitgehend nutzlos. Das ist mein Punkt und da bleibe ich dabei. Der einzige Sinn und Zweck, die es überhaupt haben kann, ist ein globaler, dezentral vorhandener Währung
Aber es gibt, es können wenige Transaktionen abgewickelt werden und es verbraucht sehr viel Energie dabei. Ethereum kam später. Es hat versucht, das zu verbessern, indem es eine komplette Turing-vollstände Vertragssprache gibt. Also im Wesentlichen ist Ethereum ein globaler Computer, der ganz nebenbei auch Bezahlungsdienste anbietet. Und als allererstes werden wir uns jetzt, also sowohl Bitcoin als auch Ethereum sind Proof of Work, also und wir werden jetzt die Proof of, also die, was da bewiesen wird, wie die Schema funktionieren, das werden wir uns angucken. Die einfachste ist Proof of Authority, also Beweis von Autorität. Das funktioniert im Wesentlichen so, wie man sich das vorstellt, wenn man Autorität hört. Man hat die normalen Transaktionen, man hat Knoten, die diese Transaktionen überprüft, ob die korrekt sind, und die gucken, tun das zusammen in einen Block und unterschreiben das mit ihrem eigenen privaten Schlüssel. Und genug Autoritätsknoten müssen eine Transaktion unterschrieben haben. Das ist sehr einfach, sehr effizient. Aber das bedeutet natürlich, dass man diesen Autoritäten vertrauen muss. Und wie dieses Vertrauen zustande kommt, das wird nicht beschrieben und ist auch nicht klar, woher dieses Vertrauen kommen soll. Das ist einer der normalen Konstruktionen, wie man diese privaten Blockchains oder welche mit Berechtigungen konstruiert. Deswegen sind es also im Wesentlichen nur Datenbanken. Proof of Stake, also Anteils, Nachweis von Anteilen, ist im Wesentlichen das Gleiche, nur dass Autorität jetzt indirekt erzeugt wird über einen gewissen Anteil. Einsatz. Wenn man genug Token von dieser Währung hat, die da darunter liegt, dann hat man mehr Einsatz und deswegen auch mehr Autorität. Und es gibt manchmal auch einen eingebauten Mechanismus für Bestrafung. Das heißt, wenn man seine Autorität unpassend falsch einsetzt, dann wird man dafür bestraft. Und das ist momentan der heilige Gral, wenn es um diese Proof-of-Work-Systeme gibt, um so ein bisschen von dem Stigma von Energieverschwendung wegzukommen. Sowohl Ethereum als auch IOTA, da werden wir nachher noch drüber reden, die planen aktuell zu einem Proof-of-Stake-System zu wechseln, aber jetzt wirklich sehr bald. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Also wie verteilt man am Anfang diese Anteile? Es ist im Wesentlichen dasselbe Problem wie Autorität. Man muss in gewisser Weise diese Autoritäten auswählen, denen man vertraut. Man muss in diesem Fall eben Leute, die diese Anteile halten, auswählen. Und die entscheiden dann letztendlich, was auf dem Netzwerk passiert. Ein recht populärer Mechanismus, um das zu machen, ist, indem man Token verkauft. Deswegen habe ich hier eine rote Flagge. Also ein Token verkaufen oder Initial Coin Offering, also ICO. Da ich erfinde jetzt die Cool Chain und ich erzeuge einfach viele Token, die sind dann 600 Millionen Dollar wert und ich verkaufe euch die und jetzt bin ich 600 Millionen Dollar habe ich 600 Millionen Dollar verdient und es interessiert mich gar nicht, was mit dem Netzwerk passiert. Und die Alternative ist, man fängt an mit einer schon existierenden Blockchain, zum Beispiel Ethereum oder IOTA wird das, soweit ich weiß, heute machen. Das hat nicht dasselbe Problem. Also es hat nicht denselben Vorteil, sagen wir es mal so, für den, der das Netzwerk erzeugt. Aber gleichzeitig das Problem, das allgemeine Problem mit Proof of Stake, es gibt keine grundsätzlichen Verteidigung gegen Zentralisierung. Bitcoin löst es über Physik. Es ist sehr, sehr schwierig, mehr als 51% der global verfügbaren Rechenleistung zu besitzen. Aber in einem Proof-of-Stake-System gibt es keine eingebaute Verteidigung, dass jemand nicht 51% oder auf verteilt vielen Accounts, die man ja auch besitzen kann, Sockpuppet-Accounts, 51% einfach von diesen Anteilen zu besitzen. Das weiß am Ende auch keiner, wer oder wie viele du bist. Oder behauptest, dass du bist.
Und ein ganz tief darin enthaltenes Problem ist, selbst wenn man da korrekt mit dem Bootstrapping, also wenn man korrekt anfängt, gibt es keinen Schutz davor, dass jemand seine Anteile überträgt und dann doch wieder jemand 51% an den Anteilen besitzt. Dann eine andere Variante, Proof of Storage, also ich beweise, dass ich Speicherplatz habe. Es gab ein Schema, das wurde recht berühmt, weil es das Chia-Netzwerk, das hat in gewisser Weise den globalen SSD-Markt getötet. Es war sehr, sehr schwierig, SSDs zu kaufen zu dieser Zeit, weil die Operationen, die dieses Netzwerk ausführt, die beschädigen SSDs innerhalb eines Jahres. Das heißt, das ist teurer als der Strom, den es braucht. Das lustigste Beweissystem und tatsächlich das, was mich für diesen Vortrag hier motiviert hat, ist Proof of Elapsed Time, also POET, also der Beweis, wie viel Zeit vergangen ist. Und die Idee ist relativ einfach. Anstatt Hashes zu berechnen für Proof of Work, und Proof of Work, also das heißt in dem Fall zu warten. Also anstatt zu berechnen, tut man nichts. Im Vergleich zu Proof of Work spart man unglaublich viel Energie. Und es verhält sich genauso wie Proof of Work, also dass man beweist, dass man Arbeit verrichtet hat. Man kann das also einfach in einem existierenden Netzwerk ersetzen. Das funktioniert hauptsächlich bei privaten Blockchains. Es gibt eine kleine Frage, kleines Problem, winziges. Welche Garantien haben andere Knoten, dass niemand cheatet, dass niemand früher aufwacht als zugewiesen? Naja, Intel SGX natürlich. Für die, die es nicht wissen, das ist eine sichere Ausführungsumgebung in Intel-Prozessoren, die garantiert, dass innerhalb dieses Prozessors sichere Berechnungen durchgeführt werden können. Und Programme, die da drin laufen, können beweisen, dass sie darin laufen und dass sie in einem offiziellen Intel Bereich laufen und von niemandem außerhalb kontrolliert werden. Das erlaubt, dass es vertrauenswürdige Ausführungen ist. Aber naja, das konnte eigentlich gar nicht funktionieren. Das konnte nicht ewig sicher bleiben. Es gab einen sehr, sehr schönen Bruch, ich denke vor 2 Jahren. Das ist so weit gegangen, dass sie dass sie einen Service angeboten haben. Also alles, was von echten Intel SGX-Enklaven signiert ist, ganz egal was, kann man hier an diesen Twitter-Account schicken. Oder alles, was man signiert haben möchte, werden die für einen signieren. Und das ist jetzt eines der grundlegenden Probleme, auf das ich hinweisen möchte. Einige dieser Systeme erscheinen erstmal sicher, aber sie verschieben nur die Sicherheitsbarrieren und sie hoffen, dass man sich nicht zu genau ansieht. Und dass man nicht zu genau hinsieht, wie die Sicherheit sich entwickelt. Zum Beispiel Mobilecoin. Das ist ein anderes Extrem. Es hat ein Proof of Complexity, also das ist jetzt mein Name, also Beweis der Komplexität. Das fokussiert sich auf mobile Geräte von letztem Jahr und das probiert alle Sachen. Sie haben Stellar Consensus, sie haben Zero Knowledge Proofs, also Beweise ohne Wissen. Ganz egal, was für ein tolles Schema man kennt, sie haben alles. Es gibt ein schönes Buch darüber.
Mechanics of Mobile Coin. Ich habe das hier auch verlinkt. Also die Mechaniken hinter Mobile Coin. Und Teil des Abstracts ist sehr gruselig. Und das ist schön, weil nicht jeder einen Abstract hat, der so klar ausdrückt, was sie erreichen wollen. Sehr große Teile der Dokumentation, die ich für diesen Vortrag gelesen habe, sagen gar nicht wirklich, was sie tun und warum. Zwei kleine Probleme mit Mobile Coin. Alle Tokens, die es gibt, sind vorher schon in Existenz. Und alle Mobile Coins, die es geben kann, gehören den Erzeugern oder den Erfindern von Mobile Coin und sie können es einfach verkaufen oder geben an wen sie wollen. Und ihre Sicherheit gegen doppeltes Ausgeben, sie haben Privatsphäre-Garantien, die vielleicht auch gut sind. Wahrscheinlich, vielleicht. Aber wie gesagt, es ist sehr komplex. Und ich würde nicht darauf wetten, dass es keine Fehler in der Implementierung gibt. Aber wenn alles richtig implementiert wurde, ist die Privatsphäre wahrscheinlich gut. Aber ihre Sicherheit, dass nicht doppelt ausgegeben wird, basiert komplett auf diesen Intel-Enklaven. Also zurück zu Bitcoin und der Missbrauch von Bitcoin. Also es hat keine echte Skriptsprache, aber man kann trotzdem schöne Sachen damit machen. Eines der frühen Beispiele, die ich gesehen habe, ist dank Dan Kaminsky, der leider verstorben ist. Der hat 2011 in seinem Black Ops von TCP/IP Vortrag ein Tribut an Len Sesserman, der in dem Jahr verstorben war. Er hat diesen Tribut in die Blockchain gebracht. Und jede Bestätigung der gesamten Blockchain hängt jetzt davon ab, dass dieser Tribut da ist. Ich finde das sehr schön und bin nicht sicher, aber ich denke, das ist eines der frühesten Beispiele. Und sehr viele Leute haben einige Sachen in die Blockchain gepackt seitdem. Und das war jetzt ein sehr schöner Nachruf. Ein anderer cooler Hack, der nicht mehr als Hack benutzt wird, ist das Lightning-Netzwerk, also das Blitz-Netzwerk. Das startete 2016. Ich werde es ein bisschen detaillierter beschreiben. Nicht komplett detailliert, weil wir noch andere Themen haben. Was daran interessant ist, ist, dass es mit Bitcoin funktioniert, ohne große weitere Änderungen. Es gab ein paar kleine Änderungen, aber keine grundlegenden Änderungen. Es gibt keine neue Skriptsprache, es gibt keine neuen Befehle in der bestehenden Sprache. Es ist eine sehr clevere Benutzung von Zeitstempeln. Und was viele nicht wissen, ist, dass die Bitcoin-Skriptsprache es erlaubt, dass man Signaturen hinzufügen kann, aber auch Zeitstempel. Und man kann jetzt sagen, dass eine bestimmte Menge an Bitcoin nur nach einer bestimmten Zeit ausgegeben werden können. Oder nach einer gewissen Anzahl an Blöcken. Und weil das gesamte Block eine etwa mehr oder weniger vorhersehbare Blockzeit von 10 Minuten hat, kann man relativ zuverlässig auch sagen, dass eine gewisse Menge an Geld nicht in den nächsten 48 Stunden ausgegeben werden kann. Zum Beispiel, das ist die grundlegende Idee. Also zwei Parteien arbeiten zusammen an einem Lightning-Kanal. Sie müssen diesen Kanal erst einmal finanzieren von der Hauptchain, also von der Hauptblockchain ab. Das ist jetzt hier in Rot. Und der Lightning-Channel, der ist dann jetzt hier auf der rechten Seite in Blau. Ein Lightning-Channel, der komplett richtig funktioniert, ist nur in zwei Transaktionen sichtbar auf dem Hauptnetzwerk.
Das ist einmal hier der Anfang. Da wird eine gewisse Menge Geld eingesperrt in Escrow, also im Treuhandservice. Und dann haben die Teilnehmer eine gewisse Anzahl an Transaktionen zwischen, also untereinander, und davon merkt die Hauptblockchain nichts mit. Also hat man jetzt hier zwei Bitcoin, beide tragen zwei Bitcoin zum Channel bei, also gibt es die Gesamtkapazität von 4. Und jetzt können sie einander beliebig Bitcoin hin und her transportieren oder überweisen. Beliebige Mengen, beliebig oft. Also sie können jetzt von A nach B 0,2 Bitcoin überweisen. Dann überweist B 1,5 an A und so weiter. Diese Aktion, diese Transaktion sind sehr, sehr schnell, weil sie nicht auf der Hauptblockchain sind. Also das sind nur zwei Signaturen und eine TCP-Verbindung. Und die können praktisch sofort passieren. Am Ende des Kanals können beide Teilnehmer zustimmen, dass der Kanal geschlossen wird. Und nur der letzte Zustand wird dann auf die Hauptblockchain geschrieben. Das Coole daran ist, dass, weil die Zeitstempel sehr clever benutzt werden, dass die gesamte Menge an Geld im Kanal davor geschützt ist, dass sie jemand betrügt. Diese Zwischenblöcke müssen durch beide Teilnehmer signiert werden. Also auch die Endtransaktion wird von beiden signiert. Aber es gibt ein Damoklesschwert. Wenn irgendjemand betrügt, dann hat die andere Partei automatisch die gesamte Autorität, alles für sich zu beanspruchen. Das verhindert, dass irgendjemand betrügt, weil wer will schon zwei Bitcoin verlieren. Aber es bedeutet auch, dass der maximale Betrag auf diesem Kanal durch den Treuhandbetrag limitiert ist. In diesem Beispiel sind das also 4 Bitcoin. Zu keinem Zeitpunkt kann irgendjemand dem anderen mehr als 4 Bitcoin schulden. Wenn man etwas wirklich Teures kaufen möchte, kann man diesen Kanal nicht benutzen, dann braucht man einen anderen Kanal. Und das ist das nächste große Problem. Das Geld in diesem Treuhandservice kann für nichts anderes verwendet werden. Wenn man einen Lightning-Kanal öffnet, dann ist dieses Geld für den Moment weg. Und schlimmer, durch das Zeitschloss, wenn die andere Seite sich falsch verhält oder betrügt, dann ist das Geld trotzdem für eine gewisse Zeit blockiert. Also es ist ein sehr cooler Hack, aber ich denke nicht, dass es besonders nützlich ist. Besonders weil der Betrag, der geschuldet wird, nicht mehr sein als die gesamte Kapazität des Kanals. Also es ist begrenzt. Deswegen ist es schwer, das zum Beispiel für Bezahlungen zu benutzen. Es ist okay, wenn man mit Freunden arbeitet oder redet, man leiht Geld für heute oder für morgen und man leiht sich das hin und her. Aber für einen Kanal, der sehr lange existiert, muss der durchschnittliche Account einfach null sein, oder der durchschnittliche Betrag. Also beide müssen in etwa gleich viel haben davon. Die meisten Transaktionen in den meisten Systemen sind aber ein Händler-Kunden-Verhältnis. Wenn ich etwas kaufe, dann gebe ich dem Händler Geld. Und sehr, sehr selten bezahlen die Händler mich für irgendwas.
Das ist jetzt das grundlegende Problem des Lightning-Netzes. Es gibt eine Erweiterung. Also das ist jetzt hier mit zwei Teilnehmern. Kanäle können auch verkettet werden. Also wenn A und B einen Kanal haben und B und C, kann man Geld von A zu C übertragen durch B. Aber das Problem ist, dass immer noch der übertragende Betrag nicht mehr werden kann als das, was im Kanal ist. Jetzt zurück zu etwas, wo es tatsächlich darum ging, dass es programmierbar sein sollte, nämlich Ethereum. Kurz nachdem Ethereum eingeführt wurde, gab es die DAO. Das war ein Einzahl damals, die dezentrale autonome Organisation. Das wird heutzutage mehr oder weniger als Kollektivwort benutzt, ein DAO, aber damals war es eben die DAO. Es war eine coole Idee. Es geht von den Leuten aus, die Code is Law gesagt haben. Es geht also um Venture-Kapital. Jeder kann Geld, Ether in dem Fall, einzahlen und jeder, der Geld eingezahlt hat, hat das Recht, mit abzustimmen und kann die Organisation mitbestimmen, je nachdem, wie viel der Betrag war, den er investiert hat und wie das dann weiter verwaltet werden soll, proportional zu dem Betrag, den sie investiert haben. Es gab damals ein eigenes Token dazu, das wurde über Crowdfunding finanziert Ende Juni 2016 und hat damals für mehr als 150 Millionen Dollar wurden verkauft. Das hat nicht lange gehalten. Es gab eine Verwundbarkeit, die DAO hat eine Funktion, um Sub-DAOs auszuspucken quasi, wenn es keinen Konsens gibt, was passieren soll. Und wenn also der Großteil der Leute möchte etwas tun, was eine Minorität nicht möchte, da kann dann die Minorität sagen, okay, wir erzeugen unsere eigene DAO, die sich dann verhält, als wäre es eine neue DAO. Und das kann jeder vorschlagen, eine Minderheit. Und der Code, der das erzeugen sollte, war fehlerhaft, klassisches Time of Use, also Zeit wurde an einer unterschiedlichen Zeit geprüft, als es verwendet wurde. Das hat also erst hat gab es eine Möglichkeit, das rekursiv aufzurufen. Man konnte das Problem also ineinander verschachteln. Die verschachtelten Transaktionen holen Geld von der Haupt-DAO, überträgt das in die Unter-DAO und macht es immer wieder. Also, und die Prüfung, ob diese Transaktion, also ob das Geld tatsächlich da war, wurde erst im Nachhinein dann erst durchgeführt. Und ja, jetzt kann man sagen, jemand hat das missbraucht, andere sagen, man hat es halt einfach benutzt. Das wurde dann also nach Mitte Juni, zwei Wochen später, wurden echt etwa 60 Millionen Dollar an Token in so ein Ableger-DAO übertragen. Und es gab, Gott sei Dank, möchte man sagen, eine Warteperiode, die bedeutet hat, dass die Leute ihre Mails prüfen konnten und so weiter. Das heißt, die Leute konnten ihr Geld nicht auszahlen innerhalb von einer 48-Tage-Periode. Es gab also eine gewisse Zeit zu diskutieren, was man jetzt machen sollte damit. Es gab eine große Diskussion, weil ein Teil der Leute sagte, naja, Code is Law, also der Code entscheidet das. Und es ist deswegen schon allein korrekt, weil der Code das eben erlaubt hat. Aber das Haupt-Ethereum-Netzwerk hat das nicht so gesehen, sodass es einen harten Fork gab, dass der gesamte Blockchain forkt wurde, sodass es jetzt also Ethereum und Ethereum Classic gibt. Ich denke, Ethereum Classic wird im Wesentlichen nicht mehr benutzt. Ich habe schon gesagt, das DAO hatte seine eigene Token. Es gibt jetzt einen generischen Mechanismus, seine eigenen Token zu erzeugen.
Also eine API-Spezifikation im Wesentlichen, wenn der Vertrag diese API erfüllt, dann seid ihr ein ERC20-Token und diese Token verhalten sich wie Geld. Das kann man übertragen, da kann man abfragen, wie viel man besitzt. Und das sind die einzigen relevanten Funktionen eigentlich. Und wenn man einen Vertrag in diese Ethereum-Blockchain hineintut, dass diese Spezifikationen erfüllt, dann hat man sein eigenes Geld. Viele von euch werden das vielleicht machen. Es gibt mehr als 480.000 solche Verträge aktuell auf der Ethereum-Blockchain. Und die Details, die kann derjenige, der diese Token erstellt, entscheiden. Wo das Geld herkommt, oder der Betrag, der Wert, das ist nicht spezifiziert, das kann derjenige, der das Token erzeugt, ganz alleine entscheiden. Das kann unabhängig sein von der Ether-Währung und manche machen das auch so und so funktioniert das halt einfach. Wofür man das jetzt benutzen kann, ist, was ich nenne, kryptografisch möglich gemachte finanzielle Tricks. Also, wenn ich eine, ja, also ich könnte eine spezielle Coin von ich habe hier also ganz viele großartige Möglichkeiten für Arbitrage, also für beliebiges Erzeugen von Geld. Wenn ich also zwei verschiedene Marktplätze finde, die verschiedene Token auf verschiedenen Preisen verkaufen, dann kann ich einen Token auf der einen Seite, wo es billiger ist, kaufen und auf der anderen Seite verkaufen. Das kann man auch auf einem normalen an der normalen Börse machen, aber bei smarten Verträgen, also Smart Contracts, da, die werden eben automatisch ausgeführt, da hängt es gar nicht davon ab, wie die aussehen. Eine der wirklich, also eine Sache, die einen wirklich verrückt machen, ist, man kann eine ungesicherte Kredit machen. Also es gibt einen smarten Vertrag, der sieht so aus, ich gebe dir eine bestimmte Menge an Geld, du machst, was auch immer du magst, mit der, und dann gibst du mir das Geld zurück plus eine gewisse Gebühr. Du kannst damit machen, was du willst in diesem zweiten Schritt. Du kannst, wie schon gesagt, kann man Arbitrage ausnutzen, kannst irgendwas verkaufen woanders, in einem anderen Marktplatz und das dann zurückkaufen. Das Interessante ist, ihr müsst mir das zurückbezahlen plus Gebühr oder plus Zinsen. Und das aufgrund dieser Sprache des Smart Contracts passiert das atomisch. Also entweder das ganze Ding passiert oder gar nichts passiert. Und wenn der Betrag nicht wieder zurückgegeben werden kann, zum Beispiel weil euer toller Arbitrage-Trick nicht funktioniert hat, wird der rückgängig gemacht, beziehungsweise hat einfach nie stattgefunden. Das heißt, ich kann sicherstellen, dass du mir Geld bezahlst. Das ist gut für mich. Das ist also gut für mich. Ich kann dich dazu zwingen, mir Zinsen bezahlen. Und gut für dich, du hast jetzt sehr viel Geld. Und damit kannst du zum Beispiel Arbitrage ausnutzen oder eben andere Verwundbarkeiten smarten Verträgen auszunutzen. Also wenn du zum Beispiel eine Schwachstelle gefunden hast, dass man Geld, was man besitzt, verdoppeln kann, dann ist es natürlich super, wenn du da $100,000 mit $10,000 Zinsen leihen kann, aber es verdoppeln kann. Und letztendlich dezentralisierte Finanzen, DeFi, Decentralized Finance,
Das ist nur so eine Art Werbungssprech für alles, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Und das erlaubt einem, die meisten Operationen, die man auch mit klassischen Finanzwährungen machen kann, also Leihen, Verleihen, Spekulationen auf Preisen, Swapping, also Austauschen von Token, zum Beispiel Dogecoin austauschen für nach Tether oder ja, eben irgendeine andere Währung oder ein anderes Coin auszutauschen. Und das ist einer der Bereiche, wo ich am meisten drüber lache. Denn wie ihr hier auf dieser Folie seht, es gibt unglaublich, unglaublich viel Geld, was da drin steckt. Also höllisch viel Geld ist in solchen DeFi-Verträgen festgesetzt. Aber die Komplexität führt dazu, dass ganz häufig, Code ist das Gesetz, Code ist Law, aber der Code sagt eben nicht immer, was ihr dachtet, was er sagt. Und meine Schätzung, und als ich danach gesucht habe, habe ich die folgende Webseite gefunden, die schon eine komplette Liste hat. Ich musste die nicht erstellen. Nach meiner Schätzung wird etwa alle 2 Wochen in einem der DeFi-Systeme in der Größenordnung von 10 zu 100 Millionen US-Dollar missbraucht. Das sind nur Überschriften von den letzten 2 Monaten. Und jetzt mal was komplett anderes, das IOTA-Netzwerk. IOTA ist keine Blockchain. Ich möchte mich da jetzt auch bei den Begriffen nicht zu sehr aufhalten. Es ist ein gerichteter azyklischer Graph. Das ist keine Chain, keine Kette. Jede Transaktion soll sich in einer anderen Transaktion bestätigen. Es gibt hier keinen Proof of Work. Es ist wirklich schnell. Es benutzt nicht sonderlich viel Energie. Das ist effizient. Ich meine, es macht auch nicht viel, aber es braucht dafür auch nicht viel Energie. Es hat keinen Proof of Work, keinen Proof of Anything, gar kein Beweissystem eigentlich. Es werden einfach nur Gebühren bezahlt und die müssen halt auf anderen Transaktionen bestätigt werden. Das wird als IoT, also Internet of Things Netzwerke, darin wird das Werbung dafür gemacht. Gibt es hier in Berlin die Firma, die das macht? Und das, was eine der Dinge, die das unterscheidet von den ganzen anderen etablierten Spielern, es ist kein dezentralisiertes System. Das Konsensprotokoll, es gibt einen Organisator, der jede einzelne Transaktion unterschreiben muss. Und wenn der Koordinator die Transaktion nicht überprüft hat, dann hat sie schlicht nicht stattgefunden. Und es gab einige Angriffe auf das IOTA-System bislang und diese Stiftung konnte die Attacken anhalten oder indem sie einfach den Koordinator angehalten haben. Und das ist nur eine der Varianten, wie dieses System eben neu ist, einzigartig. Die wollen neu und einzigartig sein. Die haben auch ihre kryptografischen Systeme komplett selber gebaut, teilweise. Und das haben sie nicht, das ist eine Regel, dass man das niemals machen sollte. Und die haben das sogar in Trinea gebaut. Also es gibt nicht nur 0 und 1, sondern eben auch minus 1, 0 und 1. Alles ist so ein Triple. Und es gibt natürlich jetzt hier eine spezielle trinäre Hash-Funktion und die war natürlich kaputt. In 2019 hat die IOTA-Stiftung nicht gut reagiert auf dieses Problem. Das ist der zweite Link hier auf der Seite, hat etwas über die Geschichte oder die Geschichte über die Geschichte hier. Das war eine sehr interessante Twitter-Diskussion. Da gab es Drohungen gegen die Forscher, auch rechtliche Drohungen, inklusive
eine Behauptung der IOTA-Stiftung oder einer der Leute, die dieses gegründet haben, dass die behauptet haben, sie wussten, dass diese Schwachstelle gibt und die war absichtlich da als Kopierschutz. Und der Schutz wäre dann, wenn jemand das IOTA-Protokoll kopieren würde, einen Klon erzeugen würde, dann könnten die diese Schwachstelle benutzen, um das andere Netzwerk runterzufahren, was ziemlicher Bullshit ist. Und die Nachwirkungen, da haben sie dann die kaputte Hash-Funktion entfernt und sie ersetzt durch eine, die auf CACAC basiert ist, diese SHA-3-Hash-Funktion, aber auch trinär und sie ist immer noch kaputt. Das interessiert aber keinen. Es ist nach wie vor kaputt. Es interessiert einfach niemanden. Okay. Dann weiter zur Alphabetsuppe. SSI. Es ist nicht Server-Side Include diesmal. Es soll für Self-Sovereign Identities, also selbstbestimmte Identitäten, sein. Also es ist ein Ansatz, digitale Identitäten zu bilden, die Individuenkontrolle über ihre digitalen Identitäten gibt. Aber es gibt keinen Standard dafür, keine Spezifikation oder auch nur ein gemeinsames Verständnis, was das sein soll. Und hier ist eine Grafik, wie es funktionieren soll. Es ist eigentlich nicht von einem Zertifikatsystem unterscheidbar. Also man hat jemanden, der das ausstellt, dann den Halter, der es in einer Wallet oder Geldbörse aufbewahrt und der das dann einem Überprüfer präsentieren kann. Und niemand hat mir bisher erklären können, warum das jetzt in einer Blockchain gespeichert wird. Was jetzt hier nicht gezeigt wird und was meistens fehlt, ist ein sehr kritischer Punkt. Es ist ein weiterer Pfeil. Es ist gut, dass ich kryptografische Beweise habe oder einen Beweis habe, dass das wirklich von dieser ausstellenden Person oder Stelle ausgestellt wurde. Aber ich muss immer noch dieser Stelle vertrauen. Ich muss immer noch glauben, dass sie sind, wer sie behaupten, dass sie sind. Und das wird meistens ziemlich ignoriert. Also sehr viele dieser Schemata ignorieren das. Also im Grunde gibt es diesen DID, den dezentralisierten Identifier. Es gibt einen B3C-Standard dazu. Und es gibt jetzt gerade 114 solche DID-Methoden, die alle nicht kompatibel zueinander sind. Wie gesagt, es wird fällt sich für ein Attributzertifikat, also eine überprüfbare Credential. Aber was die alle nicht haben, und das ist jetzt nichts Neues, ist, dass sie eigentlich Selective Disclosure, also die teilweise Offenlegung von Informationen unterstützen sollte. Also wenn ich jetzt einen Beweis über drei Fakten habe, mein Vornamen, mein Nachnamen, mein Wohnort, dann könnte ich das zeigen, aber einfach nur Teile, nur eins der Felder zeigen. Zum Beispiel, dass ich in Berlin wohne. Also manche Autoritäten müssen vielleicht nicht wissen, wer ich bin, nur wo ich wohne. Und das ist eins der Features beim U-Proof-System. Und das wurde in Microsoft Cardspace, denke ich, eingebaut. Aber aus irgendeinem Grund ist es dann komplett verschwunden. Niemand hat je wieder davon gehört. Aber das hat schon 2000 all diese Probleme gelöst. Nichtsdestotrotz, die Leute, die das so mögen, die zeigen sehr gerne ihre Anwendungsfälle. Und sie haben schöne Werbung, wie das hier. Also hier, wie man Informationen an
Ausweise an Arbeitgeber geben kann. Zum Beispiel hat man Abschlüsse, Masterabschluss, hat man dann als diese überprüfbaren Credential, das kann man einfach an den Lebenslauf anhängen und der Arbeitgeber kann das überprüfen. Er muss nicht darauf vertrauen, dass man die Noten nicht geändert hat. Nur ganz, ganz kleines Problem. Der Arbeitgeber muss immer noch vertrauen, dass es ordentlich ausgegeben wurde. Ich kann jetzt auf die Blockchain gehen. Eine ganz coole Universität der Coolness eröffnen und Masterabschlüsse in Coolness aufmachen und jedem nur Einsen verteilen. Und ich kann beweisen, dass ich wirklich die Cool-Universität bin, aber irgendwie kann der potenzielle Arbeitgeber immer noch wissen, ob ich jetzt eine echte Universität bin und ob meine Masterabschlüsse wirklich etwas wert sind. Und in dem Punkt habe ich eine ganz neue PKI-Struktur, also ich habe eine zentrale Liste guter Universitäten und von da an kann man dann das Vertrauen weiterreichen. Und dann brauche ich gar nichts Dezentrales. Und in jedem Fall braucht man keine Blockchain. Ich habe nie verstanden, wofür die gut ist. Es ist nicht ganz wahr. Ich habe das einmal auf Twitter gemacht, dieses Beispiel gemacht. Und jemand hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und die haben gesagt, sie wissen, dass sie es nicht brauchen. Aber das Problem, das sie lösen, ist, dass es so viele Firmen gibt, die ihre eigenen Wallets bewerben wollen, dass es keine Möglichkeit gibt, dass sie sich einigen werden. Also, wer wem vertraut und wer die Wurzel, der Ursprung des Vertrauens ist, deswegen packen sie das alles in die Blockchain. Und dadurch gibt es keinen Ursprung mehr für die Kette des Vertrauens. Und sie hoffen, dass die Firmen das nicht mitkriegen. Also im Endeffekt Geldwäsche für PKI. Ein verwandter Standard ist DIDCOM, von der Identity Foundation. Sehr cooler Domainname. Es ist ein sehr, sehr langes Dokument über den Standard. Es hat alles. JSON Web Messages, JSON Web Tokens. Ihr eigenes Schema für asynchrone Frage-Antwort-Systeme mit asynchronem Threads und alles außer Empfängerverifikation. Also ich habe meine Credentials, meinen Ausweis und ich kann denen zeigen nur das, was ich zeigen möchte. Aber ich habe keine Ahnung, wem ich es zeige. Das bringt uns zu diesem, zu den Nachrichten dieses Jahres, das ID-Wallet. Genau eine Woche vor der deutschen Wahl hat unsere tolle Regierung eine App veröffentlicht mit sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und sie haben es ID-Wallet genannt. Und das sollte auch ein Self-Sovereign-Identity-System sein, basierend auf Basis-ID. Das könnte in der Zukunft Nutzen sein für sehr viele andere Sachen. Also man könnte es wirklich benutzen. Aber sie ignorieren in dem Punkt natürlich, dass Deutschland schon ein EID-System hat, das auch funktioniert. Aber es ist nicht cool, es ist nicht Blockchain, es ist nicht neu, nicht hip. Also diese App, man kann es benutzen, um eine eigene Identität, eine Basisidentität zu erzeugen. Und das wird erzeugt, indem die Bundesdruckerei einen Datensatz vom Perso signiert. Also die Bundesdruckerei erzeugt das. Dann kann man diese Identität benutzen, um mit dem Bundeskraftfahrtamt Kontakt aufzunehmen und den Führerschein da reinzuladen. Das wird dann
darauf übertragen. Also im Endeffekt nur eine Datenbank und eine Signatur, aber ja, das ist natürlich eine Blockchain. Und das ist nicht so gut gelaufen. Ein paar Tage, nachdem das veröffentlicht wurde, wurde es auch schon gestoppt. Der offizielle Grund ist, dass es zu viel Interesse gab und das System einfach überladen war. Die Server waren überlastet. Was man auf Twitter findet, wenn man Lilith Wittmann sich ansieht, die dann findet man heraus, dass es die Infrastruktur sehr schlecht war. Offene Unterdomains, sehr, sehr viele unschöne Dinge. Und das Schlimmste oder die Krönung des Ganzen ist, dass Lilith gezeigt hat, dass das Privatsphäre-Problem, das vorher erwähnt war, wurde schon, dass eben selbst wenn ich es sicher zeigen kann, ich keine Ahnung habe, wem ich es zeige. Und das ist Teil des Protokolls. Man kann das nicht fixen. Man kann das nicht reparieren. Niemand hat vor, das zu reparieren. Und ja, jetzt haben sie es erstmal abgeschaltet und wahrscheinlich bleibt es abgeschaltet. Hoffentlich. Wenn es gerade um dämliche Dinge geht. NFTs. NFT steht für Non-Fungible Token, also nichts ersetzbares Token im Wesentlichen auf Deutsch. Um das mal zu vergleichen, die ERC20 Tokens, die sind fungible, die kann man ersetzen. Jedes Token ist das gleiche. Man kann jedes Token durch jedes andere ersetzen. Bei Bitcoin, da gibt es noch gar kein stabiles Token. Jedes Mal, wenn man Bitcoin ausgibt, wird das aktuelle Token zerstört und ein neues erzeugt. ERC20-Token müssen nicht existieren in irgendeiner exakten Bedeutung des Wortes. Das ist einfach nur ein Wert. Es gibt keine zählbaren Token. Also, die sind nicht nur nicht zählbar, die sind auch nicht eindeutig. Und es gibt einen neuen Standard, ERC721, da sind es jetzt eben nicht ersetzbare Tokens, non-fungible Tokens. Also jedes Token bekommt jetzt einen Identifier. Und die Blockchain, die schreibt jetzt auf, wer der aktuelle Besitzer ist von diesem Token. Und was man machen kann mit so einem smarten Vertrag, Smart Contract, ist, dieses zu übertragen. Zu einem neuen Besitzer. Und normalerweise wird außer dem aktuellen Besitzer nichts gespeichert. Aber, also, das emuliert in gewisser Weise ein Sammlerstück. Ein Token kann erzeugt werden und dann verkauft und weiterverkauft. Aber jetzt kann man natürlich fragen, wo kommen diese Bilder her? Also von denen ich so viel gehört habe, diese JPEGs. Und was man machen kann, ist in diesem Token-Standard, ist Metadaten damit zu verbinden. Kann man genau genommen nicht, sondern man kann nur eine URL damit verbinden, die dann wiederum auf Metadaten zeigt. Und diese Metadaten, die können dann zum Beispiel auf eine Datei zeigen, ein Video, ein 3D-Modell, irgendwas anderes. Zum Beispiel auch der Name des Tokens. Und da werde ich jetzt über eine gewisse Sache nicht sprechen, das Interplanetary File System, das ist ein dezentrales Speichersystem, das sich im Wesentlichen so verhält, wie wir das möchten. Und am wichtigsten ist, wenn man eine IPFS-Adresse als Ziel benutzt, dann ist das unveränderbar. Und das ist aber nicht der Standard oder war zumindest lange Zeit nicht der Standard. Metadaten und Daten wurden sehr lange Zeit von dem gespeichert, der dieses Token erzeugt hat oder die Plattform, auf dem das Token erzeugt wurde. Und Moxie hat hier eine sehr schöne Demo gemacht, wo man dasselbe identische Non-Fungible Token auf verschiedenen Plattformen angucken kann. Und es wird auf diesen Plattformen unterschiedlich angezeigt. Denn die Metadaten zeigen auf eine URL, die sich unterschiedlich verhalten kann, je nachdem, wo ihr herkommt. Das heißt, wofür sind NFTs gut? Naja, eigentlich nur für Betrügereien. Eins der Probleme ist, es gibt keine Überprüfung oder zumindest keine Pflicht zur Überprüfung. Jeder kann irgendein ein Asset, eine Ware in ein NFT konvertieren. Man muss nicht beweisen, dass einem das gehört. Und wenn ihr das glaubt, dann habe ich eine sehr schöne Brücke, die ich euch dringend verkaufen möchte.
Und die verschiedenen Plattformen, wo man NFTs erzeugen und verkaufen kann, die sind im Wesentlichen gelangweilt von den Problemen, reagieren auf Beschwerden auch schon sehr langsam, werden Leute sind im Prinzip gar nicht da. Man geht also zu DeviantArt, nimmt jedes Bild, das da ist und erzeugt ein NFT draus und versucht es zu verkaufen. Also im Wesentlichen wie, wenn man auf Twitter ein Bild vertwittert und sagt, ich brauche das auf ein T-Shirt, dann gibt es da garantiert einen Bot, der dann sagt, ah ja, hier klicken, dann kannst du es auf ein T-Shirt kaufen, obwohl die wahrscheinlich die Rechte daran nicht haben. Und was Tolles, was jemand auf Twitter gefunden hat, erst gestern, ging erst, also wie auf der letzten Folie zu sehen war, gibt es sehr viele Plattformen, speichern die NFT-Daten einfach nur auf Google Cloud. Und Google hat funktionierende Takedown-Prozesse. Also man kann den NFC-Inhalt entfernen, ohne dass die NFT-Plattformen da mitwirken müssen. Ein anderes Problem ist, es ist alles sehr kompliziert. Das bedeutet also, selbst wenn es keine ingenieurstechnischen oder sicherheitstechnischen Probleme gibt, gibt es sehr viele erfolgreiche Attacken, die soziales Engineering benutzen. Also das hat den netten Vorteil, dass jedes Token, das geklaut wurde, das ist natürlich Quatsch, Code is Law, ne? Das ist ja der neue echte Besitzer. Da gab es vor ein paar Monaten den sehr bekannten Fall von den Bored Apes. Da wurde hat drei, durch einen Betrugsfall drei solche Affen verloren, die etwa 2 Millionen $ wert gewesen sind. Und die haben erfolgreich dazu die Handelsplattformen dazu gebracht, den Handel einzustellen auf diese Tokens, was jetzt nicht sonderlich gutes Zeichen dafür ist, wie dezentralisiert das wirklich ist. Und für die Leute, die davon betroffen sind, ist das keine sonderlich gute Idee, denn man hat keine Überprüfungsmöglichkeit, wer denn auf der anderen Seite ist. Es gibt dieses Phänomen, das Rag-Pull, also das Wegziehen des Teppichs. Man macht ein neues Projekt, also man sagt hier, also die Bored Apes, die sind ja von gestern, wir machen jetzt die weiterentwickelten Affen, die kann man in Spielen benutzen, die sind auf jede Art und Weise besser. Einfach hier Geld einwerfen, bitte. Und wenn ihr das ganze Geld gekriegt habt, dann leert ihr einfach die ganzen Konten und verschwindet. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich habe jetzt die ganzen Beispiele hier nicht drauf. Aber manchmal passiert es auch in Teams. Also manche Leute versuchen wirklich ein Projekt zu starten und beschweren sich dann, dass der Administrator, den sie damit beauftragt haben, dass diese Schlüssel sicher zu verwahren, dass die einfach mit dem ganzen Geld abgehauen sind. Also, um das mal zum Ende zu bringen. In conclusion. Es gibt wirklich nicht sonderlich viel Anwendungen dafür, also von Ponzi-Schemas mal abgesehen, also Pyramidenschemas und Betrug. Und das bezieht sich alles auf sich selbst. Man kann Finanzwerkzeuge hier gut abbilden. Also man kann gut Geld damit machen, aber man muss auch immer dran denken, dass wenn du Geld verdienst, jemand anders das Geld verloren hat. Also man kann jetzt hier schöne Trickereien mitmachen, aber das Grundproblem all dieser Blockchain-Projekte ist das Orakel-Problem. Die gesamte Kryptographie, alle Beweise, alles funktioniert nur innerhalb dieses Systems. Man kann es nicht wirklich mit der echten Welt verknüpfen. Weil wenn man das möchte, braucht man einen Knoten, der zwischen der Blockchain-Welt und der physischen Welt verbindet. Und man muss diesem Knoten vertrauen, dass der die Daten, also Sensordaten, wirklich sauber angibt oder dass er bestimmte Aktionen wirklich durchführt. Und wenn man diesem Knoten vertrauen kann, dann kann man diesem Knoten auch vertrauen, dass er es ohne Blockchain macht.
Also ich habe jetzt etwas Lustiges gehört über Müllsammeln. Also da war ein Sensor in jedem Mülleimer und wenn ein Müllsammler, also der bekommt Geld dafür, je nachdem, was der Sensor sagt, aber der Sensor weiß natürlich, also der Sensor kann ja nicht Teil einer Blockchain sein, kein Energie, kein Nichts, keine Verbindung. Also berichten Sie an einen zentralen Server und der Server sendet das dann an die Blockchain. Und an dem Punkt kann jetzt einfach dieser Server auch die Arbeit machen. Man braucht keine Blockchain. Also alles in einem Satz. Kryptocurrencies, Kryptowährungen haben nur einen Nutzen und das sind Betrügereien und Pyramidenbetrügereien. Also es kann ein Nutzen dahinter sein. Also die Blockchain verbindet Zeitstempel und Konsensfindung. Also wenn man keinen Konsens braucht, dann kann ein Merkle Tree, also ein Merkle Baum zum Beispiel funktionieren. Dann braucht man, hat man nicht den Overhead für die Konsensfindung. Also das ist das Ende dieses Talks, dieses Vortrags. Ich bin jetzt noch für Fragen da. Okay. Vielen Dank, Henrik. Okay, vielen Dank, Henrik, für diesen Talk. Für diesen Vortrag. Ich fand es wirklich eine gute Übersicht über all die Projekte da draußen. Okay, Fragen. Wir haben 14, 15 Fragen jetzt schon. Ich denke, wir haben genug Zeit. Also, eins nach dem anderen. Warum denkst du, dass Bitcoin viel Energie verschwendet? Das Mining hängt doch von der Schwierigkeit ab. Die Schwierigkeit ist geringer. Wenn die Schwierigkeit gesenkt wird, dann würde es auch weniger Energie brauchen. Also es ist doch nur eine Spekulationsblase und das ist das Problem. Ja, also der Energieverbrauch kann niemals runtergehen, außer der Preis kollabiert. Also außer nur wenn, also der Preis wird immer nur bis zur Koste des der Energiekosten, wenn der Preis auf die Energiekosten fällt. Also man hat so die Hardware und die Energieversorgung zum Schürfen. Das heißt, die Leute haben jetzt die Motivation, mehr zu schürfen, so lange, bis es eine Gruppe gibt, die entweder groß genug ist, 51% der Hashing-Kapazität der Welt haben. Die können dann Double Spending machen. Die können also Dinge, können Geld doppelt ausgeben. Die können direkt betrügen. Das heißt, es gibt Es bedeutet, dass die Hash-Kapazität entweder größer oder werden muss oder gleich bleiben muss, außer der Energiepreis ist zu hoch. Und in dem Moment wird die Hash-Rate durch die Energieversorgung begrenzt. Und ansonsten wird es einfach möglich, Geld doppelt auszugeben und dann fällt alles in sich zusammen. Okay, zweite Frage. Nachdem der Mensch Währung erfunden hat, war es immer vertrauensbasiert. Egal ob Gold, Land oder auch die Wirtschaftsstärke einer Nation. Das ist noch länger bekannt, als dass Gier den Verstand auffrisst. Aber das ist für mich kein Grund, die gesamte Blockchain zu verdammen oder an die Wand zu stellen. Was müsste man ändern, um das zu verbessern? Ja. Also was ist die beste Implementierung einer Blockchain-Währung?
Es gibt einfach keine. Ich habe das vorhin schon gesagt. Proof of Work verbrennt einfach nur Regenwald. Proof of Stake, also Anteilsbeweis, ist einfach nur eine andere Form von Autorität. Es geht darum, wem vertraue ich eigentlich, ohne dass es physische oder kryptografische Garantien gibt für irgendwas, was man garantieren möchte. Und wenn man eine Währung hat, dann braucht man Vertrauen. Darauf läuft es hinaus. Und in dem Moment kann man das formalisieren, so wie wir das momentan machen, dass wir zum Beispiel sagen, der Euro ist was wert, weil Europa ist was wert oder die EU. Danke. Hast du dir auch mal Proof-of-Burn-Konzepte angesehen, also ein POW ohne Energieverschwendung? Also Leute können Münzen verbrennen, um das Recht zu bekommen, Blöcke zu erstellen. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Das klingt nicht so richtig wie Proof of Work. Das klingt eher wie Proof of Stake, so eine Variante. So Proof, hier ist es called Proof of Burn Consensus. And it says that it's described as Proof of Work. So, ihr braucht da die Sachen, die man verbrennen kann, schon von irgendwo. Und dann ist es wieder genau dasselbe. Es sind wieder nur Turtles, nur Schildkröten bis ganz nach unten. Und jetzt, wie ist das mit dem Damoklesschwert, das du erwähnt hast, gegen Betrügereien mit den Lightning Channels? Es ist so, es gibt zwei Zeitstempel, die da involviert sind. Ich habe den Austausch zwischen den zwei Parteien-Teilnehmern gezeigt und damit die mir ihre Signatur in dem neuen Zustand schicken können, muss ich zuerst ihnen eine Signatur schicken, die ihnen garantieren, dass ich dieses Geld innerhalb von 48 Stunden habe. Das heißt, ich erlaube denen innerhalb von nach 48 Stunden das Geld zu nehmen. Und nur dann schicken sie mir das, wonach ich sie gefragt habe. Und die andere Sache ist auf 24 Stunden ausgesperrt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge ist genau, aber der erste Teilnehmer, der sich falsch verhält, muss dieses falsche Verhalten auf der Blockchain bekannt geben. Also diese Transaktionen, die sie ausführen wollen, müssen sie auf der Blockchain bekannt geben. Und dann habe ich eine gewisse Zeit, nämlich 24 oder 48 Stunden, um meine Transaktionen, die sie mir vorher quasi gegeben haben, die einzulösen. Also es war ja in gewisser Weise eine tickende Zeitbombe, eine Art Treuhandverfahren. Die müssen also öffentlich sichtbar auf der Blockchain sich falsch verhalten und dann kann ich es ist so wie eine Geiselsituation und das kann ich dann quasi benutzen, um das Ganze zu bekommen. Also an dem Punkt kommt dann die Blockchain wieder rein, am Ende des Lightning. Okay, warum denkst du, dass Proof of Space und also Speicherplatz und Zeit keinen Nutzen hat? Weil es wohl viele Probleme löst, die Bitcoin hat. Und Nakamoto-Konsens ist komplett neu erfunden. Es ist sehr dezentralisiert. Es braucht minimale Hardware. Das Protokoll ist sehr robust. Man kann es überprüfen, weil es eine Variante von Lisp benutzt. Es löst einige Attacken, die bei vielen Blockchains möglich sind. So, eine der Sachen, die eine der Hinweise darauf ist, dass es niemand benutzt, erstmal. Wenn das wirklich eine gute Lösung ist, dann wird es wahrscheinlich jemand benutzen. Das ist die lustige Antwort in gewisser Weise. Aber die andere ist, es ist gar nicht so gut für die Umwelt, wie die Leute behauptet haben, denn es werden auch SSDs vernichtet. Das kostet ja auch Hardware, also Hardware
die vernichtet wird und neben dem Strom. Und IPFS, wenn man verteilte Speicherlösung haben will, dann ist das wahrscheinlich die Lösung, die man benutzen sollte. Aber man braucht trotzdem jemanden, der es betreibt. Und das ist halt da das grundlegende Problem. Hast du dir die Nutzung von LN, also dass man nicht nur Werte als Content schickt, sondern anders als Bezahlsystem? Habe ich nicht verstanden. Großes L, großes N. Ich bin auch nicht sicher, wofür es steht. Das war die Frage. Also hast du dir angeschaut, ob man Lightning Network als Messaging-Dienst, also Nachrichten übermitteln für die Bezahlung und nicht direkt als Bezahlung? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja, ich bin gar nicht so richtig sicher, was Nachrichten austauschen auf diesem Lightning Networks überhaupt bedeuten würde. Okay. Hast du darüber nachgedacht, atomische Kompatibilität nachgedacht? Nein. Also ich habe nur eine grobe Idee, worauf die Frage hinaus will, aber nein. Ja, leider können wir ja nicht zurückfragen. Wir sind einfach auf die Frage angewiesen, die wir hier haben. Vielleicht kann die Person direkt eine Folgefrage, es klarstellen. Kannst du nochmal darüber reden, was das Problem mit Blockchain ist? Und dann kleines RE. Also, kannst du mit dem Tracking von physischen oder digitalen Assets, mit in Bezug auf echte Dezentralisierung oder die Folgen von keiner echten Dezentralisierung? Also darüber habe ich ja schon gesprochen. Das ist ja im Prinzip dasselbe Problem in einer anderen Form. Man muss jemanden haben, der die Vermögensinformationen, die Asset-Informationen in die Blockchain reinschreibt. Und man braucht jemanden, dem man vertraut, das korrekt reinzuschreiben. Ich wollte ein Beispiel mit reinnehmen, das habe ich aber nicht wiedergefunden. Das habe ich auf Twitter gesehen, wo jemand beschrieben hat, wie es für ihn war auf der Blockchain. Jemand hat also ein Vermögensmanagement, Inventarmanagement, das war total super, hat es für ihn gebaut, mit blauen und roten Knöpfen und war also alles verfolgt von Quelle zum Ziel. Und dann haben die gefragt, also was passiert denn jetzt, wenn wir 10 schwarze Fenster und jemand trägt da ein, ich habe 10 rote gekauft. Und dann die Antwort war dann einfach nur Schweigen. Und das ist auch nur eine andere Variante des Orakelproblems, ne? Das heißt, die aktuelle deutsche Regierung hat eine Blockchain-Strategie, wo sie gerne das Grundbuch, also das den Register von wem gehört, welcher Bereich in die Blockchain zulegen. Die erste Frage ist, warum? Es gibt nämlich gar nicht so viele Sachen, die ein Staat natürlicherweise machen muss, aber die Sicherheit von Grundbesitz ist sicher einer davon. Und denn wenn es eine Transaktion auf der Blockchain gibt oder die Blockchain sagt, das gehört mir, dann wen rufe ich denn dann an, wenn ich das durchsetzen will? Die Blockchain-Polizei, das ist doch genau dasselbe wie Vermögensmanagement, Assetsmanagement. Da habe ich doch schon eine zentrale Autorität. Okay, nächste Frage. Hast du darüber nachgedacht, also das Konzept gesehen? Oder kannst du das weiter ausführen? Hatten wir auch schon. Alles, was du beschrieben hast, wurde schon seit Jahren benutzt, seit Dekaden benutzt, für verschiedene Finanzprodukte. Warum sollte das jetzt anders sein? Es war schon immer so, dass alles davon abhängt, ob es mehr Idioten gibt als Papiere oder mehr Papiere als Idioten. Oh ja, sicher. Ich bin ja auch nicht dagegen. Ich sage ja auch nicht, dass... Naja, also... Also es ist sicher so,
dass traditionelle Finanzinstrumente nicht notwendigerweise besser sind als Blockchain-Instrumente oder umgekehrt. Es ist nur so, dass die Blockchain zusätzlich auch noch die Energieverbrauch von Schweden für 4 Transaktionen pro Sekunde haben möchte. Und das ist halt einfach nicht die New York Stock Exchange. Da passieren viel, also da wird sehr viel weniger Energie verbraucht als die verschiedenen Blockchains und werden viel, 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 viel mehr Transaktionen durchgeführt. Okay, wir haben noch 12 Fragen und ich glaube noch 5 Minuten. Okay, perfekt. Okay, perfekt. Wir haben wohl 10 Minuten, das ist großartig. Also wie ist ION von Microsoft? Wie passt das zu der Beschreibung von SSI? Ja, das habe ich, ION habe ich mir gar nicht so genau angeschaut. Ich weiß, dass es existiert, aber ich habe nicht viel Information dazu gefunden. Also kann ich da leider keine gute Antwort darauf geben. Es ist dasselbe Problem mit Bitcoin, also diese SSI-Dinge, die tendieren dazu, das Hauptproblem ist, dass das Vertrauen in die Quelle ist, nicht die Software zu schreiben, die kryptografischen Signaturen, Zertifikate und so weiter. Das ist nicht das Problem. Und ich glaube nicht, dass ION irgendwas besonders gut macht. Warum braucht SSI Blockchain? Ach, das weiß ich auch nicht. Ist das wie PGP-Server nur mit Blockchain? Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, also es braucht es nicht. Es ist nur cool und halt integriert. Und das macht die Linien unscharf, wo die Technologie ist. Man weiß nicht mehr so genau, wie es funktioniert. Das Komplizierte ist das Vertrauen oder das Herstellen einer Vertrauenskette zum Aussteller. Und soweit ich das verstanden habe, die Leute, die das vorschlagen, glauben, dass man diese Vertrauenskette in die Blockchain hineinschreibt. Beziehungsweise, wenn es in der Blockchain ist, ist es, vertraut man dem eben. Aber die Blockchain fügt da nichts hinzu, außer Timestamps. Aber Zeitstempel kann man viel billiger haben. Dein Hauptpunkt ist, dass die Blockchain-Krypto nur für Beweise, also um Seltenheit zu beweisen, nützlich ist. Und deswegen nur nützlich ist als Geld und nichts anderes. Aber ich denke, das war auch die Idee hinter Bitcoin. Der ganze Scam kam ja erst später dazu. Ja, also es ist im Wesentlichen derselbe Betrug wie jeder Betrüger jemals, der das vorher gemacht hat. Also wertvolle Sachen, also Dinge als, also Aktien verkaufen als wertvoll, die es gar nicht sind. Aber also, es gibt keine Anwendung für Blockchain, außer diese ganz kleine Nische für globale, dezentrale, sichere gegen die Sybil-Attacke, sichere Währungen, wo die Teilnehmer sich gegenseitig nicht vertrauen müssen. Aber es ist eben sehr, sehr teuer, was die Energie angeht. Und wenn man eines dieser Wörter aus dem Satz rausnimmt, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, eine Blockchain zu benutzen. Da braucht man die dann gar nicht mehr. Danke. Wie könnte man von irrational... Entschuldigung, da habe ich leichte Tonprobleme. Wie könnte man davon profitieren? Von diesen Silly Coins oder NFTs profitieren, ohne selber zum Opfer zu werden? Ja, also die Frage ist, wie kann man bei NFTs profitieren, ohne dass man am Ende selber zum Opfer wird? Und ich denke, es ist so, dass die Regel des ersten Bewegers, man gewinnt, wenn man der Erste ist. Und man muss im Kopf behalten, dass man sehr genau auf seine digitale Sicherheit, seine OPSEC, seine Operational Security aufpassen muss. Und dann sind es am Ende einfach nur Pyramidenschemas. Also die kurze Antwort, ihr könnt erfolgreich sein, wenn ihr schon erfolgreiche Betrüger seid. Und dann wisst ihr auch, was ihr machen müsst. Okay.
Wie viel Energie brauchen Bezahlsysteme so insgesamt? Also auch die Abhängigkeiten. Ja, also ich hatte diese Nummer mal, diese Zahl mal, ich habe die jetzt gerade nicht. Ich habe sie gerade nicht präsent. Die Rechnung war in etwa, dass das gesamte globale Finanzsystem inklusive Banken, Computer, Sekretärinnen und Reinigungsteams, die verbrauchen in der Größenordnung etwa ein Zehntel, vielleicht ein Viertel des Bitcoin-Netzwerks. Aber da sind alle Banken mit drin. Ich bin jetzt bei der genauen Zahl nicht sicher, aber es war weniger, es war nicht so viel weniger, so halb oder ein Viertel, aber es sind eben alle Banken und alle Mitarbeiter, die, ne, alle Staubsauger, die da die Räume sauber machen. Kennst du OpenTimestamps.org? Ja. Ja, okay. Okay. Proof of Existence für Gesetzeszwecke. Okay. Also mein Problem mit Open Timestamps ist, dass die immer noch von der Blockchain, speziell der Bitcoin oder Ethereum Blockchain abhängen. Und mein Punkt ist, die eine Sache, wofür man eine Blockchain brauchen könnte, wäre, um einen Konsens zu finden. Für Proof of Existence, also Beweis der Existenz, braucht man keinen Konsens. Das funktioniert, weil die Sache selbst, also die Sache, mit der kann man direkt selber handeln. Also die kann man selber benutzen, umsetzen. Also in dem Moment, wo ich die veröffentliche, auf einem Merkle Tree zum Beispiel, dann brauche ich da keinen Beweis, denn es hat ja offensichtlich passiert. Es ist ja in diesem Merkle Tree, in dieser Chain. Wenn es nicht stattgefunden hätte, dann wäre es ja nicht da. Und das Einzige, wofür man es jetzt benutzt, diese Blockchain, ist, weil die vor sich selbst Angst haben. Die wollen das, deswegen hängen sie das an eine Blockchain, an ein existierendes System ran, in dem Fall die Blockchain. Aber man, ich weiß nicht, es war eine andere Firma, dass man ein Merkle Tree und den benutzt und dann das aktuelle Ende dieses Merkle Trees in der New York Times veröffentlicht. Und da gibt es dann 100.000 Kopien von diesem Tageshash. Und damit hat man Beweis von Existenz, ohne auch irgendeine Energie zu verschwenden dabei. Okay. Es kommen immer mehr Fragen rein. Ich denke nicht, dass wir die alle beantworten können. Wäre es okay, dass Leute dich direkt kontaktieren? Ja, sicher. Haben wir im Anschluss noch irgendwie eine Konferenz, irgendwas, weiß ich nicht. Ja, oder meldet euch direkt bei mir. Also ich denke, wenn Leute die direkt schreiben können, das wäre einfach. Auf der letzten Slide war es schon und jetzt sieht man es hier auch auf dem Screen. Ja, ich habe eine E-Mail-Adresse, eine Streamer-URL und Twitter, Hendrik Plötz, PLÖETZ. Cool, vielen Dank. Okay, vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Gibt es einen Nutzen für die Blockchain? Es scheint, als wäre es komplett nutzlos. Ja, so sieht's aus. Also es gibt eine Anwendung, nämlich Betrüge. Und falls ihr das nicht für legitim haltet, dann gibt es wahrscheinlich keine Anwendung. Ich bin total dafür, zumindest für öffentliche Projekte die Benutzung von Blockchains zu verbieten. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum unser Geld dafür eingesetzt werden sollte. Ja, vielen, vielen Dank, Henrik, für diesen Vortrag. Danke für deine Geduld. Und all die Fragen, die du beantwortet hast, das war toll. Ich denke, die Menge an Fragen zeigt schon das Interesse. Und ich denke, wir würden uns alle freuen, dich wiederzusehen. Danke.
Thank you.